ihr? Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wie lange ist das jetzt her? Wie lange sind wir jetzt? Wir sind geschieden. Milan hat diesmal eine Grenze übertreten mit einer Zeichnung, die er an eine Mitschülerin gerichtet hat. Ja, das, Milan ist ein glückliches Scheidungskind. Machen Sie sich da mal bitte keine Sorgen. Es gibt eine Lücke in Ihrem Erziehungssystem. Es gibt keine Lücke. Und in der Lücke macht Ihr Sohn, was er will. Das Problem können wir nur gemeinsam lösen. Du, ich und Papa, wir fahren zusammen in Sommerurlaub. Ja. Klare Kommunikation ist das Wichtigste. Sie machen alles schön getrennt. Mit wem gehe ich jetzt mit? Vermeiden Sie Missverständnisse. Hallo, er kann doch schwimmen! Er kann doch schwimmen. Es kann sein, dass Ihre unterschiedlichen Erziehungsstile das Kind verwirren. Das finde ich nicht gut. Ich mische mich nie ein. Super, dann können wir doch die Erziehung ganz den Geräten überlassen. Du machst natürlich alles richtig, ne? Du hast keinen einzigen Erziehungsratgeber gelesen. Weil da Müll drin steht. Jedes Kind ist hochbegabt. Was für ein Schwachsinn. Weißt du, wie viele dumme Kinder ich kenne? Ich heiße Mila. Sind deine Eltern auch getrennt? Aufregend. Erste Liebe. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Ich bin Personal Trainer in einem eher noblen Schuppen in München. Und dann hast du einen Proteinshake ausgegeben. Ich will nicht, dass Milan irgendwann sagt, ihr wart schlechte Eltern. Das ist ein Scheißurlaub. Was für ein schöner Morgen, oder? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch länger bleiben würdet. Ja, da kam jetzt ein bisschen Spucke dran. Wir schließen die Lücke. Ich bin dann irgendwann zum Arzt. Der war so eine Art Kopfarzt. Neurologe meinst du? Nein. Ich glaube wirklich nur Köpfe.